Franz Obereisenbuchen ist 34 Jahre alt. Er bewirtschaftet einen 50 Hektar großen Milchviehbetrieb und betreibt eine Hofmolkerei auf sehr hohem Niveau. Ende 2016 stellte er auf Vollmilch um. Der Landwirtschaftsmeister und Molkereifachmann aus Garching in Bayern erklärt uns warum. Unsere Hauptgründe waren, dass wir höhere Grundfutterleistung erwarten, sprich unser Grünland besser verwertet werden kann, mehr Kraftfutter reduzieren können, wo ja das Biokraftfutter sehr teuer ist. Außerdem ist automatisch die Tiergesundheit dann besser. Die Tiere sind fruchtbarer, klar und sind gesünder. Und die Kühe werden älter. Außerdem verarbeiten wir die Milch selber. Da ist natürlich High-Milch ein sehr guter Werbeeffekt und das auch zu Recht. Da die Milch einfach reiner schmeckt, man riecht es auf dem Hof, es ist kein Silo-Geruch mehr auf dem Hof und auch in dem Stall. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Und was auch ganz wichtig ist aus der Sicht, ist, dass die Milchinhaltsstoffe steigen, sprich Fett und Eiweiß steigt um mindestens 3 bis 4 Zehntel. Und da wir ja auf naturbelassene traditionelle Produkte setzen, merken wir da einen ganz deutlichen Effekt aktuell schon im Joghurt, dass der einfach schön viskos ist, ohne dass wir irgendwie tricksen müssen. Unsere Heutrocknungsanlage ist eine lose Heutrocknung, sprich die besteht aus 3 Boxen, 2 große mit 210 bis 240 Quadratmeter Boxenfläche und einer kleinen Box mit 130 Quadratmeter. Befüllt wird die Anlage mit einem Heukran mit Kabine. Getrocknet wird es mit einem Ventilator, der die Luft von der Dachabsaugung holt, oder durch einen Entfeuchter saugt im Umluftbetrieb. Umschalten tut er dabei automatisch. Also die Anlage erkennt, wann es Zeit ist, von der Dachabsaugung auf den Umluftbetrieb zu gehen. Und zusätzlich haben wir auch in Zukunft die Option, mit der Kranausfahrt auf dem Futtertisch direkt das Heim im Kran zu befördern. Das sind unsere Produkte, die wir selber aus unserer Heimmilchherzeit in unserer kleinen Hofmolkerei herstellen. Das und noch ein bisschen mehr natürlich auch, in einer größeren Variation. Das verkaufen wir alles direkt an die Verbraucher auf 11 Wochenmärkte. Und natürlich gibt es auch in etliche ausgewählte Läden und auch zum Teil in gehobener Gastronomie. Wir machen eigentlich alles von der Milch über Joghurt, Butter bis zum Käse und auch viele Exoten wie ein Graukäs und Ricotta, Scamorza. Alles Mögliche und eben entscheidend ist bei uns alles, dass wir das auf ganz natürliche, traditionelle Weise machen, ohne irgendwelche Zusätze und Tricksereien, ohne Homogenisierung. Und so schmeckt man halt auch die besondere Qualität von der Heimmilch raus. Ich zahle mit der Hofmolkerei einen Hof einen Milchpreis von 55 Cent netto und sicher damit quasi einen stabilen Preis. Und ja, und Ziel ist auch, die Verbraucher einfach zu sensibilisieren für gesunde Lebensmittel, was eigentlich möglich ist, wenn sie auch bereit sind, einen angemessenen Preis dafür zu zahlen. Wir bedanken uns bei Franz Obereisenbuchner für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen weiterhin viel Erfolg.